Ja, der Misthaufen, den kennt ihr ja, oder? Da habe ich noch etwas keilen lassen. Ja, aber eben, da mache ich jetzt nichts mehr, das ist für mich erledigt. Einfach dann weiter vorne, oder? Jetzt warte ich, was passiert. Vielleicht wird es noch spannend. Oder dass da irgendwie, keine Ahnung, ich sage ja, vielleicht wird es noch spannend. Weiß nie, was da für Leute, oder? Und ansonsten eben da, jetzt Trübli habe ich gemacht, gestern, wo ich keine Lust hatte, zu gießen, oder? Ewig. Jetzt mache ich hier schnell zwei Reihen rein. Zack, 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 zack. Da könnt ihr gerade zuschauen. Jawohl. Das sind sie, Trübli. Samen. Jawohl. Ich hole noch schnell die Hacke, weil ich glaube, die brauche ich, Leute. Ja. Schaut mal, da hat sich schon ein Schneckli drin verirrt. Geil. Das unter dem Ding, weil sonst ist es wahrscheinlich unter dem Stuhl da. Oder was das sein soll, da einfach das Rampen. Oder wenn ich es jetzt dazu nicht tue, dann muss ich auch kämpfen, bis sie irgendwo ankommt, wo schattig ist. Das möchte ich schon grad nicht. Hey, wo soll ich von unten an Rucola gönnen? Einfach ein Uhrenbeet, Rucola, tue ich neben. Genau. Oder da kommen wir jetzt den Trübli an. Hier. Wir wahrscheinlich nicht genug Samen. Also ich mache jetzt einfach so. Das sind jetzt Trübli. Da gebe ich mir mehr Mühe. Oder? Willst du etwas haben davon? Ich weiß nicht wie. Also, ich weiß schon wie, aber ich weiß nicht, ob es funktioniert eben, oder? Bis da, dann ist jetzt schon gesehen, Rucola. Oder und da geht zu tief eben, aber die ist wirklich, yeah. Mein Problem ist eigentlich, Leute, oder? Dass ich es nachher wieder finde. Das ist mein Problem. Kurve drin und. Den Scheiß habe ich logischerweise erst aufgespannt, als ich schon gewusst habe. Und ich es halt schon gemacht habe, oder? Erkennt man eigentlich bei den Rüebli, an den Gräsli, dass das Rüebli sind, wenn sie kommen? Das ist mein Problem. Dann hätte ich eben gestern können sagen, wenn ich das jetzt gewusst hätte. Ob es geht. Braun, da gibt meine Rüebli. Okay? Da macht man so. Oder das ist meine wertvolle Erde, weil ich habe nicht da gekackt,
wie ihr jetzt gesehen, nicht daneben, nur dort, wo das Rüebli kommt. Dem sagt man extensives Gärtnern. Nein, das mache ich. Nur ich mache das so auf dieser Welt. Weil alle anderen Leute zu futzen, dumm sind, schnallen, was sie eigentlich machen, oder? Wenn sie an mich handeln. Das Blöde in den Birnen, oder? Schon zu lange hier im Toggenburg das dreckige Wasser gesoffen und Chemtrails geatmet. Zum Beispiel. Eben. Und da drin wird es. Scheiße, jetzt brauche ich den noch mal. Oder? Zuerst sollte ich gießen, oder? Dann hätte ich die Dinge besser machen können. So eine Putzerin. Da mache ich keine Rille. Die haben gerne Luft. Die Rüebli haben nicht gerne eng stehen mit anderen Sachsblümchen. Die haben Luft, brauchen sie. So wie ich. Also kommen sie das auch über. Jetzt gießen. Also nein, jetzt noch zuerst so. Wenn ich nachher gieße, möchte ich nicht, dass man das Zeug weg und zu wegschwemmt. Nur darum, ein bisschen anklappen. Oder eigentlich. Und nicht oben aufliegen lassen, weil das da immer nass um das Ärmel herum ist. Oder? Es liegt ja daran, dass es kommt, dass es nass ist. Nur ab dem liegt es. Leute! Ich habe eine Reihe gemacht, jetzt gieße sie noch.
habe ich gesagt, oder? Ja. Ich glaube, ich hole noch mehr Rucola. Ich habe einen Bock, Rucola zu essen mit den Rüebli zusammen. Oder Zwiebeln, habe ich keinen Bock drauf. Wir gießen jetzt, das kann sein, oder? Weil es gibt ja Erderziehungskraft. Das Zeug ist sofort witsch und weg. Lieber 100 Mal gießen als einmal viel. Ich habe eigentlich grossflächig Dings. Das fällt mir gerade ein, den muss ich gar nicht so in eine Rinne tun wie die Rüebli. Leute. Da habe ich auch noch. Läuft's noch? Oder da habe ich ja heute auch einfach ausgeschüttet. Und schon mal gegossen. Geil. Und der Mikro. You wanna follow me? Ist eh immer ein Follow around. Come, follow, 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 follow me. Where shall I follow, follow, follow? Di-du-di-du-di-du-di-du-di. Ich muss noch mal schnell reingehen, ein Liebli anders machen. Da fällt mir immer bei den Schultern ab und ich habe keine Lust, die ganze Zeit den Scheiß aufzuziehen. Und ich glaube, ich muss den BH heute noch nähen. Das wäre auch noch eine Idee. Damit du die ganze Zeit zu- und abnimmst. Im Monat. Wegen der Periode müsstest du eigentlich 1000 BHs haben, oder? Und dann auch jetzt für den Sommer, so dass er einfach nur eng ist und so fertig.
oder? Die Schulter so. Ja. Mich jetzt das mal durch die Kamera gucken, heute zusammen. Ja, dann ist es da. Oder das ist jetzt sehr schnell gegangen. Gestern das Hacken hat, glaube ich, am längsten gedauert. Ja. Ich weiss einfach nicht, wie ich jetzt in Zukunft mache, oder? Jetzt kommt dann der Rüebli-Zeug. Erkenne ich denn die kleinen Rüebli vom Gras auseinander? Ich glaube schon, oder? Das war der einzige Grund, warum ich geschaut habe, dass ich hier noch mal die Leine spanne gestern Nacht. So um 8:30 ist mir dann in den Sinn gekommen, weißt du denn, wenn jetzt da etwas kommt und nachher erkenne ich die Rüebli nicht? Also beim Jäten muss ich ja wissen, welches la und welches nicht, oder? Also da habe ich Rotklee gesagt und Obenkresse und Rucola. Die esse ich ja, oder? Das erkenne ich schon, aber bei den Rüebli bin ich mir bei den kleinen Rüebli nicht so sicher. Weil die sollten ja uhren, die rüeblige Scheiße haben, oder oben? Eben Rüebli ausgesehen. Ja, jetzt bin ich glaube noch ein bisschen aufräumen hier. Dann mache ich auch wieder nichts mehr. Da wäre jetzt so ein Tag, wenn es Sommer werden würde, ich da oben im Strohzimmer, oder? Liegen. Die Sonne kommt dann logischerweise auch von da, oder? Geil. Da muss ich nicht eben da irgendwie. Und da sieht man auch den da, oder? Von der Seite, der hat immer genau da am meisten Sonne. Oder? Und darum wächst er so windschief. Geil. Schöner Baum. Ich weiss eben leider immer noch nicht, was es ist. Dem gebe ich glaube auch ein bisschen Wasser. Den könnt ihr glaube auch brauchen. Hä? Glaube ich. Sind schon so die Wespen dran, glaube ich, sind lässig. Also, ciao zusammen.